Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die Geschichte des Antrags ist lang, und auch das Thema hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Und Herr Herrmann, wenn alles so wäre, wie Sie sagen, und der Staat würde schützen, dann hätten wir gerade nicht diese Bilder, die wir vorhin sehr deutlich auch noch mal von Frau Hämmerling erläutert bekommen haben. Es sind also die Aspekte und die Entwicklung im Tierschutz und die Rechtsprechung, dazu gibt uns Recht, dass da noch etwas zu tun wäre. Nach der bisherigen Diskussion bin ich froh, dass Sie, werte Kollegen der Koalition, durch die geplante Ausschussüberweisung noch einmal die Gelegenheit haben werden, sich in anderen Bundesländern umzuschauen und auf die Berliner Straße zu gehen und den Bürgern mal zuzuhören. Wenn es darum geht, Massentierhaltung gut zu finden, werden Sie niemanden mit einem Ja dort antreffen. Keiner will das billige Fleisch, und letztendlich kostet es uns auch gesellschaftlich mehr, als wir es oftmals wahrhaben wollen. Es geht um Zukunftsszenarien, die hier nochmal durchgespielt werden sollen, um uns aufzuzeigen, ja, es muss regulativ etwas passieren. Die Grüne Woche ist gerade erst zu Ende gegangen, und viele Besucherinnen und Besucher haben sich sehr bewusst vor und in den Hallen auch den Themen der Lebensmittelproduktion aus der Sicht des Tierschutzes angesehen. Es ist auch für diese traditionell wichtige Veranstaltung in Berlin eine gute Entwicklung, dass es nicht nur darum geht, dass wir satt werden, sondern vielmehr wie. Es geht um Bio, es geht um fair produziert, es geht um den Schutz von Ressourcen, und das finden wir auch gut so. Meine Damen und Herren, wir sind für eine bundeseinheitliches Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände. Diesen Satz haben wir von vielen Fraktionen, das ist vorhin schon berichtet worden, hier im Abgeordnetenhaus gehört. Verbunden soll das werden mit Kriterien zur Anerkennung von Vereinen sowie Informations- und Mitwirkungsrechten. Jetzt können wir diese Aufgabe gemeinsam mit anderen Bundesländern durch diese Bundesratsinitiative auch zu einem Ende führen, das gut ist, nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere. Denn die Lösung ist auch reif dafür. Ja, eine Mehrheit könnte gesichert werden. Meine Damen und Herren, ich will es nicht länger ausführen, weil wir ja noch in dem Ausschuss beraten werden, aber trotzdem noch, die Linke hat bei der Änderung des Tierschutzgesetzes im Bundestag in der letzten Legislaturperiode das Verbandsklagerecht genauso wie die Fraktion, wie andere Fraktionen, zum Beispiel die SPD, eingefordert. Und die Linke hat die Forderung des Verbands nach dem Verbandsklagerecht als Anfechtungs- und Verpflichtungsklage für anerkannte Tierschutzorganisationen gesetzlich auf Bundesebene einzuführen, auch im letzten Jahr nochmal erneuert. Wir wollen das notwendige Handeln unterstützen, deshalb stellen wir diesen Antrag gerade auch jetzt zum x-ten Mal. Die Bundesratsinitiative zur Einführung des Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzverbände ist notwendig und sollte nicht mehr länger auf die lange Bank geschoben werden. Ich wünsche uns also viel Erfolg. Wenn dann Änderungsanträge der Koalition kommen, gerne. Die Debatte sollte aber noch in dieser Legislaturperiode zu Ende führen.